Wir sind hier in Schwarzenburg auf dem Feld, wo wir bereits vor 2 Monaten waren. Hier wurde Mais gesät worden im Mulchsaatverfahren. Dann haben wir den Boden gekratzt und jetzt ist der Mais hoch oben. Wir schauen gegen oben. Oskar Schenk, du hast das Mais angepflanzt im Mulchsaatverfahren. Was ist in diesen paar Wochen passiert? Ja, du hast es schon gesagt, es ist viel passiert. Da hat der Mais sicher 2 Meter gewachsen. Man sieht, die Fahne ist gerade am Schieben. Und ich glaube, er hat sich prächtig entwickelt. Sieht aus, als gäbe es einen schönen Ertrag. Wie tust du die Qualität des Mais beurteilen, wenn du so wie jetzt Anfang August Felder nachgehst? Was sind die Kriterien? Sicher ist ein Kriterium, auf einmal, wie der Bestand da ist, gleichmässig. Stängeldicke, wie er sich präsentiert, Kolbansatz. Das ist so das Hauptkriterium, um darauf schliessen kann, ob es Ertrag gibt oder nicht. Wenn man hier die dünnen Stängel sieht, die dazwischen nachgeschossen sein können, wenn alles zusammen so wäre wie der, dann würde es nicht so rosig aussehen mit dem Ertrag. Wir haben 2020 hier ein kleines anderes Jahr. Wir haben mehr Regen, als wir es gewohnt sind aus den letzten Jahren. Wie hat sich das jetzt beim Mais ausgewirkt? Und wir haben hier eben Mulchsaat, Hanglage. Kommt jetzt zum Tragen, hat man hier einen Vorteil? Also man muss präzisieren, wir haben eine Streifenfrässaat und nicht eine Mulchsaat. Aber es ist sicher so, dass der viele Niederschlag, den wir hatten, einerseits Gottlob, es hat eigentlich den Regen mehr oder weniger alle gegeben, dass man den Boden aufnehmen konnte. Und wenn man da drinnen geschaut hat oder drin schaut, dann sieht man, dass die Oberfläche noch genau gleich ist wie vor 2 Monaten. Also das hat nichts verschlemmt. Der Boden ist einsam im Zustand, ist tragfähig. Und der Mais kann prächtig gedeihen. Also hier mit Reserven, da kann jetzt, sagen wir mal, ausser Hagel passieren. Was will das? Da rechnest du mit einem guten Ertrag? Ja, definitiv. Also eben, Feuchtigkeit ist mittlerweile genug im Boden. Wir haben in den letzten 3 Wochen plus minus 130 Liter Wasser bekommen. Und das reicht einmal im Moment her. Die Temperaturen stimmen auch. Also wir haben letzte Woche, wo das da über 30 Grad war, hat der Mais richtig explosionsartig hat sich entwickelt. Und der Mais ist eine wärmeliebende Pflanze. Zwischendurch noch Feuchtigkeit gibt, ist das perfekt. Ja. Was wird mit dem Mais jetzt passieren? Wie wird der genutzt? Also der Mais der wird in ein Silo hineinkommen, in ein Fahrsilo hinein. Da ist ein grösserer Milchviehbetrieb, der da für sich selbst isoliert. So Erntezeitpunkt, lässt sich das schon etwas abschätzen? Ja, so hier durch ist so die Haupterntezeit so Ende September, Anfang Oktober. Wir haben vor 2 Monaten, Anfang Juni, noch ein zweites Feld angeschaut, das mit Pflugsaat ist angesagt worden, also sogenannt konventionelles Saatverfahren. Ja. Ich bin gespannt, wie der Boden reagiert hat auf die doch höheren Niederschläge. Und dann werden wir das Feld auch noch mal anschauen. Machen wir doch, ja. Wir sind jetzt auf die Ebene rausgefahren, auf das zweite Feld, das mit Pflugsaat angesagt wurde. Bei unserem ersten Besuch vor 2 Monaten hat es hier sehr gut ausgesehen. Der Mais hat schön gekeimt. Wie wir gehört haben, hat es starken Niederschlag gegeben. Trotzdem, der Boden hat das Wasser können schlucken, offenbar. Der Mais sieht schon sehr schön aus. Ja, das ist ja so. Also, der Mais hat sicher auch eine rechte Höhe gehabt, als die grossen Niederschläge gegeben. Das hat sicher auch ein bisschen den Direktaufbau auf den Boden ein bisschen bremsen. Aber im Moment ist es so, dass der Mais wirklich einwandfrei dasteht und man eigentlich einen rechten Ertrag erwarten kann. Ja. Wie geht es hier weiter? Wir haben vorhin gemerkt, im Feld innen, der Boden ist weicher. Ich denke jetzt an Sporen beim Ernten oder so. Haben wir hier noch gewisse Risiken? Ja, also ich denke, der kommt auf den Herbst drauf an. Wenn der Herbst irgendwo nass ist, hat man sicher von der Tragfähigkeit in den fliegenden Böden mehr das Risiko, dass man Sporen macht oder eben einsinkt, als in den festen Böden mit der Streifenfrässaat. Wir gehen jetzt mal davon aus, oder ich hoffe jetzt immer, dass wir einen guten Herbst haben und dass wir da auch hier eigentlich können, ohne größere Zwischenfälle oder Probleme können ernten. Das Feld ist mit einem gewissen Vorsprung gesät worden, ca. 10 Tage früher als das Feld, das wir vorhin gesehen haben. Der Vorsprung mit dem Eindruck, der ist geblieben. Ist das so? Definitiv. Also das ist, wenn die Temperaturen stimmen, ist einfach früh gesehen immer noch das A und O.
die Tage, wo er einfach mehr im Boden ist, die Zellen. Und ja, wenn er sich dann entwickeln kann, dann sieht er hat rechte Stängel. Da ist prächtig, steht er da. Man müsste jetzt zum richtigen Vergleich auch die gleichen Sorten nebeneinander haben. Ja. Muss man fairerweise auch noch sagen, oder? Aber da scheint eigentlich die Strategie ist aufgegangen, ja, definitiv. Also heuer werden die Landwirte gewisse Futterreserven an das Lager nehmen, so wie die Felder aussehen im Moment. Ja, also ich gehe davon aus, ja. Man hat futterbaumässig relativ viel gemacht, oder sehr viel gemacht. Und der Mais sieht auch aus, dass es da doch üppiger Ertrag gibt, ja. Wir sind gespannt, wie sich der Mais in den nächsten Wochen auf diesen Feldern weiterentwickeln wird. Und wir werden wieder dabei sein, wenn die Parzellen geerntet werden.